Jo Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Video meines Let's Plays von Pokémon Schild. Und letztes Mal haben wir uns in den Rose Tower begeben, um mit Präsident Rose persönlich zu sprechen, weil er ja anscheinend ein tiefsinniges Gespräch mit unserem Champ Dillian hatte. Und auf dem Weg zur Turmspitze mussten wir gegen einige von diesen Angestellten kämpfen. Mir ist bloß gerade der Name von diesen Angestellten nicht eingefallen. Es waren auf jeden Fall Liga-Angestellte. Aber die hießen da irgendwie anders, habe ich aber schon wieder vergessen. Ist auch nicht weiter wichtig, ehrlich gesagt. Und als wir auf der Spitze waren, mussten wir zuallererst gegen seine Sekretärin Olivia kämpfen. Und diese Olivia, als sie sich wirklich zu dem entpuppt hatte, wer sie wirklich war, oh mein Gott, dieser Blick. Der war richtig gestört, muss ich ganz echt zugeben. Sie hatte aber geile Pokémon, muss ich sagen. Also zum Großteil hatte sie richtig coole Pokémon. Gut, bis auf das letzte von ihr, Deponitox. Davon bin ich jetzt kein so großer Fan, aber ansonsten alle anderen. Milotic, Amphira, Frostedie. Und was war noch? Noch irgendein Pokémon hatte sie im Schlepptau, aber ich weiß das jetzt auch nicht mehr. Ist ja auch scheißegal. Auf jeden Fall hat sich herausgestellt, dass der Liga-Präsident Rose irgendwas im Schilde führt. Irgendwas Böses wahrscheinlich, weil er anscheinend die Geschichte verändern will, was die Gala-Region angeht. Und der Präsident nicht bis zum Ende des Turnieres warten, sondern sofort auf der Stelle loslegen wollte. Aber Dillian war es ganz recht, dass wir zuerst das Turnier, das unser Held jetzt noch antreten muss, beenden wird oder eher gesagt beendet werden soll. Ob er natürlich gewinnt, ist die andere Sache, aber dieses Turnier sollte zuerst beendet werden und dann kann man sich um dieses Ereignis kümmern, was in 1000 Jahren erst passiert anscheinend, aber Präsident Rose war damit nicht ganz zufrieden. Und er sagte immer wieder, dass Dillian es nicht versteht und dass er es jetzt alleine machen will, die Geschichte zu verändern. Ja, was damit natürlich gemeint ist, weiß ich nicht. Ich vermute aber fast, dass damit die finstere Nacht gemeint ist. Ist nur eine Vermutung, Leute, ich bin mir nicht sicher. Und nun steht das Champ-Turnier, also sprich der Champ-Cup steht jetzt an. Meine Pokémon sind soweit ready, würde ich sagen. Wir werden jetzt erstmal Inteleon an erster Stelle hinstellen. Und jetzt sprechen wir wieder die Liga-Angestellte an. Und natürlich möchten wir zum Score-Stadion. Ich glaube, soweit vorbereitet bin ich eigentlich schon. Ich hoffe es zumindest, dass ich vorbereitet bin, dass ich alles habe, was ich brauche und dass die Gegner jetzt nicht so extrem stark sind, aber gut, da wäre noch ein Pokémon Center. Nintendom! Und da ist schon wieder Hopp. Und da wären wir im Score-Stadion, dem krassesten Stadion in Gala. Und hier wirst du die allerbesten Kämpfe hinlegen, die die Welt je gesehen hat. Los, melde dich an! Ja, jetzt wartet doch. Sei doch nicht so ungeduldig. Ich gehe jetzt erst ins Pokémon Center und werde mich dort noch frisch eindecken mit, nicht mit TMs, nein, sondern mit Items. Hyperbellic habe ich nochmal 5, dass ich 20 habe davon. Dann werden wir Top-Genesung kaufen. Ich würde sagen 10. Werde ich wahrscheinlich dringend brauchen. Beleber. Oh, habe ich bloß noch 6. Dann kaufen wir gleich mal 14, dass ich da ausreichend habe. So. Ja gut, alles andere habe ich ja noch in Hülle und Fülle. Das sollte reichen, denke ich. Das sollte definitiv reichen. So, und jetzt können wir zum Stadion gehen. Und ich melde mich an. So. Hallo Nintendom, wir haben dich schon erwartet. Da du beim Vorturnier erfolgreich warst,
trittst du als nächstes mit 7 Arenaleitern zum Finalturnier an. Dieses Mal werden sie sich nicht zurückhalten. Ach, nochmal gegen die 7 Arenaleiter, was? Wenn du es schaffst, das Turnier zu gewinnen, trittst du schließlich dem Champ gegenüber. Möchtest du den Wartebereich betreten? Ja, möchte ich. Gerne, bitte hier entlang. Muss ich nochmal gegen die ganzen Arenaleiter kämpfen? For real? Ja, die warten da auch schon, ja. Tatsache, es sind alle da. Heines, mein Ziel? Gewinnen, würde ich sagen. Und zwar ganz ohne Dynamax. Mir geht es um die Ehre der Bewohner von Spikeford. Ich will, dass sie wieder lächeln können. Was sagt unsere gute Kate? Hallo, lange nicht gesehen. Unser Kampf bei der Arena Challenge war nichts weiter als ein Test. Hier wird alles anders. Schluss mit Weichspüler. Jetzt wird ernst gemacht. Wie heißt der schon nochmal? Nico. Ich habe das Gefühl, als würde meine Maske gleich runterfallen. Ist doch gut, dann sehen wir wenigstens mal das Gesicht von diesem Nico. Ich werde das Finalturnier gewinnen und mir so das Recht erkämpfen, Dillion herauszufordern. Nur so kann ich mich bei Duraludon und meinen anderen Team-Pokémon gebührend bedanken. Da haben wir Yaro. Ich treffe gleich im ersten Kampf auf Roy. Das nenne ich mal Pech. Aber ich gebe mich nicht so schnell geschlagen, selbst wenn er wieder mit dem Wetter spielt. Bei meinen Matches geht es nicht heiß her, so wie es die Zuschauer vielleicht gerne hätten. Ich werde ihnen zeigen, wie ein kaltblütiger Kampf aussieht. Und da ist Kabu. Ich stelle mich stets neuen Herausforderungen, damit ich als Pokémon-Trainer nicht irgendwann auf der Strecke bleibe. Wenn du immerzu versuchst, über dich selbst hinauszuwachsen, ermattet dein Glanz nie. Okay, also, ich bin gespannt, gegen welchen Arenaleiter ich... Ich wollte mich eigentlich nicht hinsetzen, ich wollte eigentlich hier reingehen. Die Eröffnungszeremonie beginnt bald. Möchtest du den Kampfplatz betreten? Ja, es kann losgehen. Gut, dort entlang bitte. Dann bin ich mal gespannt, gegen welchen ehemaligen Arenaleiter ich das Vergnügen haben werde zu kämpfen in unserer ersten Runde. Ich bin gespannt. Und ob mir gleich die Augäpfel rausfallen werden. Vom Level her. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Dillion, euer Champ. Und ich erlaube mir mal, das Wort von den Liga-Präsidenten zu ergreifen. Natürlich wünsche ich mir, dass die Trainer der Galar-Region an diesem Wettkampf wachsen. Aber noch viel mehr will ich, dass der allerbeste Trainer unter euch mir alles abverlangt. Also dann, genug geredet. Hiermit erkläre ich, das Finalturnier offiziell für eröffnet. Alter, muss ich schnell reden. Und schnell vorlesen. Ich weiß nicht, ob er jetzt das meiste verstanden hat, was ich gesagt habe, aber okay. Halt! Was? Hä? Wer ist das? Ist das etwa... Bethis? Tatsächlich, ja. Ich bin Bethis. Erinnern Sie sich noch an mich? Genau der Bethis, der in Schmach und Schande disqualifiziert wurde. Bethis! Das ist der Typ, dem Liga-Präsident Ross persönlich eine Empfehlung geschrieben hatte. Ich habe noch eine Rechnung mit Nintendom zu begleichen. Ich weiß, dass es gegen die Regeln ist, aber ich fordere, hiermit gegen sie antreten zu dürfen. Ich verlange ein allerletztes Match. Und wenn ich verliere, schwöre ich, meine Karriere als Trainer für immer zu beenden. Was sagt man dazu, meine Damen und Herren? Der kürzlich disqualifizierte Challenger Bettis hat sich unbefugt auf den Platz geschlichen. Meine Damen und Herren, im Stadion und zu Hause, bitte gedulden Sie sich einen Moment. Die Turnierveranstalter diskutieren hinter den Kulissen bereits, wie sie fortfahren wollen. Glaub mir, ich weiß besser als jeder andere, wie irrsinnig diese Forderung ist. Aber ich halte das nicht länger aus. Ich kann nicht weiter tatenlos zusehen. Seit ich dir begegnet bin, geht mein ganzes Leben den Bach runter. Erst lässt Liga-Präsident Rose mich eiskalt fallen. Dabei habe ich nur die Befehle seiner Assistentin Olivia befolgt und die Wunschsterne gesammelt. Und dann platzt diese verrückte alte Schachtel in mein Leben und hexet mich von früh bis spät mit Feen-Pokémon zu. Ja, und jetzt hast du ihre Uniform an, wie ich sehe. Hast du eine Ahnung, wie sich das anfühlt, wenn man plötzlich nur noch
von Pink umgeben ist? Wenn alle nur in Quizform kommunizieren und man täglich mit Feen-Pokémon kämpfen muss? Und jetzt stehe ich hier und sehe den ganzen peinlichen Mist auch noch ausgerechnet dir. Was ist nur aus mir geworden? Sie werden es nicht glauben, meine Damen und Herren. Der Champ hat der Forderung des Eindringlings tatsächlich stattgegeben. Er darf antreten. Was mag wohl sein Beweggrund gewesen sein? Etwa sein berühmter Traum, dass aus Gala irgendwann die Region mit den stärksten Trainern von allen werden soll? Oder bittet er hier eine Gelegenheit, das Können von Nintendom zu prüfen? Mein Stolz ist noch nicht gebrochen. Also muss ich jetzt sogar gegen Bettis kämpfen. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Aber okay. Ich bin gespannt, ob er wirklich nur Feen-Pokémon hat. Tatsächlich. Sein erstes Pokémon ist also Flunkiefer. Und Flunkiefer ist ja von Typ Stahl und Fee. Wir haben so viel durchgemacht. Für uns gibt es keine andere Option als der Sieg. Level 51, okay, das lasse ich mir eingehen. Ja gut, dann starten wir mal mit Präzisionsschuss. Wenn physische Angriffe jetzt aufgrund von Bedroher geschwächt worden sind, okay, dann halt mit Präzisionsschuss und einer Spezialattacke. Nice. Gardevoir setzt er jetzt ein. Ich werde Inteleon weiterkämpfen lassen. Aber Gardevoir ist eigentlich schon ein cooles Pokémon, finde ich. Sieht sehr elegant aus, aber ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt. Dass Gardevoir ein sehr elegantes Pokémon ist. Oh, Wunschtraum. Was bringt nochmal Wunschtraum? Ah, ich glaube, in der nächsten Runde heilt es sich, wenn mich nicht alles täuscht. Aber da bist du leider schon besiegt. Und tschüss. Wiedersehen. Ja. So schnell kann es gehen. Oh, Galoppa. Ist es nicht auch von Typ Fee? Oh, sieht aber... Irgendwie sieht es cool aus. Wie ein My Little Pony Einhorn, ja. Wenn man so will. Aber sieht cool aus irgendwie. Gefällt mir. Psychoklinge. Achso, es war ein Volltreffer. Ich wollte gerade sagen, wie stark. Dann nochmal Präzisionsschuss. Und dann werde ich es auswechseln. Und tschüss, Galoppa. Yay, Gelatwino reicht Level 54. Nice. Silembrim hat er also. Werde ich Infernoport einsetzen. Wie gesagt, Silembrim hat zwar extrem viel Spezangriff, aber so wenig Verteidigung. Du hast die Ruhe weg. Du glaubst, du hättest schon gewonnen, was? Und auch sehr, sehr wenig Initiative, also... Es ist sehr lahmarschig. Aber mich würde interessieren, wie Silembrim in der Dynamax-Form aussieht. Und wir setzen natürlich Dynabrand ein. Na dann. Infernopod. Verwandle dich! Ist ganz schön groß. Zeigen wir ihnen ein pinkes Spektakel. Zeit für Geiner Dynamax. Silembrim. Ich weiß jetzt zwar nicht, ob er gerade den Namen des Pokémon gesagt hat oder ob er was anderes gesagt hat. Keine Ahnung. Okay, das sieht auch interessant aus. Und wir starten mit Dynabrand. Oh, Sonnenlicht wird stärker. Dynakinese ist, glaube ich, eine Psychoattacke.
oder? Oder war es eine Feenattacke? Keine Ahnung. Der Boden fühlt sich seltsam an. Seltsam inwiefern? Naja. Das war's wohl mit dir, Silenbrim. Winke, winke. Das war ein kurzes Schauspiel. Jawoll. Wir haben Bettis geschlagen. Aus und vorbei. Aber immerhin konnte ich allen die Vorzüge von Feen-Pokémon zeigen. Aber er sieht es gar nicht mehr wütend aus. Aber trotzdem, irgendwie tut er mir leid. Weil er so hängen gelassen wurde von Präsident Rose. Ich habe verloren. Die Entscheidung ist gefallen. Nententom und ihr überragendes Team haben Bettis in die Knie gezwungen. Hey Bettis, gut gekämpft. Wir wollen dein Comeback als Trainer. Gib nicht auf. Mein Comeback? Soll das ein Witz sein? Ich habe verloren. Damit habe ich meine Revanche in den Sand gesetzt. Eigentlich wollte ich meine Karriere als Trainer jetzt ein für alle Mal an den Nagel hängen, um dieser alten Schachtel zu entkommen. Das kann ich mir vorstellen, dass die wahrscheinlich anstrengend ist. Wie hieß die noch gleich? Ich weiß es nicht mehr. Aber ich weiß auf jeden Fall, wer gemeint ist. Und jetzt wollen plötzlich alle, dass ich Trainer bleibe? Das ist alles nur deine Schuld. Was? Warum? Was habe ich getan? Wegen dir bin ich dazu verdammt, für immer der Arenaleiter der Feen-Arena zu bleiben. Naja, wenigstens sollte es nicht allzu lange dauern, bis ich Papella übertroffen habe. Ach, Papella hieß sie jetzt. Ich bin immerhin ein Naturtalent. Hören Sie das, meine Damen und Herren? Das ganze Stadion jubelt den beiden jungen Trainern zu. Was für eine Atmosphäre! Doch jetzt zieht sich Nintendom für eine kurze Pause in den Wartebereich zurück, um ihr Team nach diesem unerwarteten Kampf wieder aufzupäppeln. Ja, und das war der Kampf gegen Bettis. Dieser Auftritt von Bettis war sicher eine große Überraschung für dich. Ja, kann man so sagen. Wenn du bereit bist, dann begib dich bitte wieder zurück auf den Kampfplatz. Das Finalturnier geht jetzt wirklich los. Das werde ich auch hoffen. Ich muss die ganze Zeit aufstoßen. Sorry, Leute. Ja gut, dann starten wir gleich unseren nächsten Kampf. Würde ich vorschlagen. Wer wird wohl jetzt mein nächster Gegner sein? Schauen wir mal. Und da sind wir wieder mit dem lang ersehnten Startschuss für das Finalturnier des Champ Cups. Im Eröffnungskampf der ersten Runde treffen die folgenden zwei Trainer aufeinander. Nententom, die berühmte junge Hoffnungsträgerin des Champs. Und Kate, die Sturmwelle und Meisterin der Wasser-Pokémon. Ja, ich hab's mir irgendwie schon fast gedacht, dass wir nochmal gegen Kate kämpfen müssen, irgendwie. Du bist sehr viel stärker geworden, seit wir im Stadion von Kilton gekämpft haben. Dillin ist eben nicht nur der Champ, weil er ein toller Trainer ist, sondern auch, weil er ein gutes Auge für das Potenzial anderer hat. Aber du bist nicht der Champ und du wirst den Titel heute auch nicht mit nach Hause nehmen. Ich werde diesen Kampf nämlich gewinnen und danach stoße ich Dillin vom Thron. Ich weiß, dass man dich nicht unterschätzen darf. Und deshalb werde ich auch mit Dynamax kämpfen. Mein Team wird ordentlich Wellen schlagen und dich bis ans Ende der Welt spülen. Das werden wir sehen. Wer hier wen bis ans Ende der Welt spülen wird. Na dann. Auf los geht's los, Kate. Oh, Tektas. Tektas war auf jeden Fall auch ein Wasser-Pokémon. Ich weiß es bloß nicht, war es Wasser... Pflanze oder Wasserstein? Sanya wird enttäuscht sein, aber ich werde dich und dein Team wegspülen. Oh, die hat 5 Pokémon. Oha. Ich lasse mal Inteleon kämpfen. Inteleon, sorry. Was? Tektas ist schneller? Ach, wegen Überrumpler. Wahrscheinlich. Ist nicht... Es war aber sogar ein Volltreffer. Oha. Okay. Nochmal Präzisionsschuss.
Und wenn Inteleon dann weg ist, dann werde ich... Schon wieder ein Volltreffer. Okay. Rückzug. Golking. Okay, sie hat einen Golking. Ich weiß nicht, wie schnell Golking ist. Aber ich werde jetzt trotzdem mal zu Reflex wechseln. Ich muss zu Reflex fast wechseln. Ich hoffe nicht, dass der Hornbohrer hat. Okay, sie setzt Wasserring ein. Meine Kumpels sagen alle, ich sehe aus wie Golking. Also ich passe wohl zu Golking irgendwie. Finde ich überhaupt nicht. Wie gesagt, Golking ist zwar nicht hässlich, aber ich finde es jetzt auch nicht überragend schön, muss ich sagen. So. Barakiefer. Was war das denn nochmal? Ach, das war die Weiterentwicklung. Genau. Aber ich glaube, das war, glaube ich, relativ schnell, wenn mich nicht alles täuscht. Schlag... Oh, Schlagbohrer. Das kann eine Bodenattacke? Schlagbohrer war eine Bodenattacke, Leute. Okay. Sehr überraschend. Setze nochmal Tektas ein. Jetzt brauche ich ein schnelles Pokémon. Okay, ich wechsle jetzt zu Inteleon nochmal. Ich hoffe jetzt, dass er nicht über Rumpler einsetzt. Er soll ja schon eine Attacke einsetzen, aber dann werde ich Tiefschlag einsetzen. Top Genesung. Blöde Kuh. Ach, es ist unnötig. Dann halt jetzt nochmal Tiefschlag. Oh. Oh oh, nicht gut. Nicht gut. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Oh, der steigert immer noch weiter seine Statuswerte. Oh oh. Okay, es zieht sich zurück. Pelipper. Okay, Pelipper sollte man nicht gefährlich werden. Es regnet. Ich sollte mal ganz kurz mein Reflex heilen mit einem Hypertrank. Denn Reflex brauche ich noch. Ganz, ganz dringend. Oh, Rückenwind. Oh je, das auch noch. Ja, sind sie schneller. Mist. Lass mal Tiefschlag ein. Oh, Luftschnitt. Okay, ich habe abgewehrt, das ist gut. Nochmal Tiefschlag. Fehlgeschlagen, Mist. Läuft gerade nicht so wie erhofft. Okay, Präzisionsschuss. Oh. Das zieht sogar relativ viel ab. Es hat aufgehört zu regnen. Und der Rückenwind hat sich Gott sei Dank auch gelegt. Sehr schön. Zu meinem Vorteil. Nochmal Präzisionsschuss einsetzen. Dann ist Pelipper nämlich weg. Dann wird er wahrscheinlich jetzt dann zu Tektas wieder wechseln. Und dann werde ich zu Reflex wechseln. Jawohl, Kramor erreicht ein weiteres Level. Schön. Ja, sie setzt nochmal Tektas ein. Dann wechsle ich jetzt zu Reflex. Ich weiß natürlich nicht, ob Tektas den Angriffsboost noch hat oder ob er ihn jetzt verloren hat. Das weiß ich natürlich nicht. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass Tektas langsamer ist wie Reflex. Jawohl. Wichtig. Und tschüss. Gut. Sehr schön. Das war sehr wichtig. Level 59. Nice. Und ich setze nochmal Kamalm ein. Okay. Ein Pokémon habe ich noch. Das Beste kommt zum Schluss.
würde es eh wieder deiner maximieren, ich weiß es. Aber dann werde ich auch mein Reflex deiner maximieren und deiner Gewitter einsetzen. Die Musik im Hintergrund ist irgendwie cool. So, Reflex ist Reason Grows. Sorry, musste sein, Leute. Er hat mich gerade voll dretzt. Verwandeln wir das Stadion in ein Meer. Geigerdiener, maximiere dich. Kamalm. Das sieht cool aus. Das Geiger Dynamax Kamalm. Aber ich bin schneller wie du. Und es ist auch weg. Okay, das war's schon. Und damit haben wir Kate geschlagen, Leute. Nice. Das war wichtig. Somit sind wir einen Schritt näher, den Champ herausfordern zu können. Wie sie guckt immer. Ich fass es nicht. Du hast uns den Wind aus den Segeln genommen und den Sieg davon getragen. Sorry, Kate. Du bist zwar wahnsinnig hübsch, aber ich habe leider gewonnen. Linton Tom hat gewonnen. Sie hat es schon wieder geschafft. Sie hat Kate bezwungen, genau wie bei der Arena-Challenge. Mein Partner hat mit Dynamax ordentlich Wellen geschlagen, aber es hat nichts genützt. Die Wogen haben sich geglättet und du stehst noch immer, fest wie ein Fels in der Brandung. Da fällt mir wieder ein, wie begeistert Sania vor einiger Zeit von deinem Talent erzählt hat. Vielleicht hätte ich ihr damals besser zuhören sollen. Spätestens jetzt sollten alle Leute in Gala völlig hin und weg von dir und deinen Pokémon sein. Genieß es. Lass dich von ihrer Begeisterung umspülen. Lass dich auf der Welle ihres Applauses zum Ziel tragen, bis du vor dem Champ stehst. Es folgt eine kurze Pause. Danach sehen wir uns zum zweiten Kampf der ersten Runde wieder. Hier sind die Ergebnisse von Runde 1. Oh, jetzt habe ich gar nicht geschaut, wer eine Runde weitergekommen ist. Ich dachte, es wurde jetzt noch irgendwie angekündigt. Ups, jetzt habe ich zu... Aber vielleicht kann ich da noch gucken. Nee, geht leider nicht. Ja, Leute, dann... werde ich jetzt den Teil beenden. Gut, er geht jetzt verhältnismäßig kurz. Im Gegensatz zu meinen sonstigen Aufnahmen von Pokémon Schild, aber... wenn ich jetzt noch einen Kampf machen würde, dann würde es, denke ich, zu lange gehen. Und darum mache ich jetzt einen Cut. Ja, wir haben jetzt nochmal gegen Bettis kämpfen müssen, der überraschenderweise aufgetaucht ist. Damit hätte ich jetzt nämlich gar nicht gerechnet, denn sonst wäre wahrscheinlich Papella aufgetaucht. Aber weil ja Papella wahrscheinlich wollte, dass er ihre Arena übernimmt, hat er jetzt für Papella gekämpft. Auch wenn es unangemeldet war. Und jetzt zu guter Letzt haben wir nochmal gegen Kate kämpfen müssen. Sie war jetzt auch nicht so sonderlich schwierig. Klar, Tektas, denke ich, hätte mir gefährlich werden können, wenn es die Fähigkeit Rückzug nicht gehabt hätte, wenn es im orangenen Bereich oder im gelben Bereich ist. Aber ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst die Daumen nach oben sprenkeln und vergesst mich nicht zu abonnieren. Und nächstes Mal werden wir unseren nächsten Kampf austragen. Aber gegen welchen Arenaleiter das sein wird, keine Ahnung. Habe das gerade richtig gesagt? Gegen welchen Arenaleiter? Nein, das hört sich komplett falsch an. Welcher Arenaleiter das sein wird, weiß ich nicht, da habe ich es auch zu schnell geskippt. Es stand nämlich da, aber ich glaube, Roy ist noch eine Runde weiter und noch irgendjemand. Und natürlich wir und noch ein Arenaleiter. Also ich denke, ich muss es noch zwei Kämpfe bestreiten, bis ich
gegen den Champ antreten kann. Aber jetzt labere ich wieder zu viel. Ich verabschiede mich jetzt und sage, macht es gut, haltet die Ohren steif und bis zu einem weiteren Video von Pokémon Schild. Haut's rein, Leute, und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.